Ja, ich denke, wird ein gutes Spiel, ein enges Spiel. Müssen wir sehen, müssen wir voll reinhauen. Ja, ich glaube, die wollen gewinnen, wir wollen gewinnen. Ich glaube nicht, dass es da Auswirkungen hat. Stopp. 5-3. Ja. Ich würde mich ja freuen, wenn wir wenigstens einen Punkt holen. Und ich denke mal, das machen wir auch. Also da bin ich ganz zuversichtlich. Die 7 Punkte sind auf jeden Fall, ich denke mal, erstes und zweites Einzel ist sicher. Also gegen Sven Erik sollte in der Liga keiner gewinnen an 1 und ich glaube Robert Franke an 2. Ich denke, sind wir sehr gut aufgestellt. Also bei den Damen heute ein bisschen veränderte Form aufgrund von persönlichen Geschichten haben wir dieser Leitgeber nicht dabei, die gibt es natürlich heute nicht zur Verfügung, aber dafür, wie gesagt, eine Buchart, die uns unterstützen kann. Wie ich spielen möchte, das war jetzt keine große taktische Geschichte. Ich habe mir einfach da wirklich nochmal vor Augen gehalten, dass ich mich jetzt jeden Ball wirklich konzentrieren muss und schnell spielen muss. Sonst gar nicht weiter. Einmal Höhen und Tiefen. Also den ersten Satz habe ich ja haushoch verloren und dann den zweiten sehr hoch gewonnen, sozusagen, als Gegenstück dazu. Und den dritten Satz war es dann wirklich so, dass er dann 2, 3 Bälle wirklich mehr Glück hatte oder dann doch die Bälle richtig getroffen hat, im richtigen Moment sozusagen, und ich dann hinten dran war. Runterheben ist war von frei. Woran hat es gelegen? Ja, vielleicht war die Abwesenheit von Lisa denn entscheidend in den beiden Damenspielen, also in dem einen Damenspiel im Doppel. Ja, auf der Herrenseite lief es eigentlich wie geplant und ja, war ein enges Ding. BV Gippern, der erwartet starke Gegner. Eigentlich meiner Meinung nach mit uns die beste Mannschaft und ja, das 4-4 ist nach dem Spielverlauf gerecht, haben sie sich erkämpft und den verdient mit dem Punkt nach Hause. Nee, finde ich nicht. Denke, dass der Anfang schon, also von mir aus geplant war, erstes Doppel erwarten, stark und schwer für uns. In der Deutlichkeit dann unbedingt nicht so erwartend, aber Robert, Sven haben sich erstmal zusammengespielt, mussten sich auch finden und waren dann relativ chancenlos gegen die Gifhorner. Damendoppel war eng. Meiner Meinung nach haben die Mädels da einen guten Job gemacht, haben ganz knapp in 3 Sätzen verloren, hätte genauso gut andersrum sein können und wir würden hier mit einem 5-3 nach Hause gehen. So ist es 4-4 geworden. Ich denke, war gerecht in dem Fall. Ja, bestimmt morgen Bremen schwächer einzuschätzen als Gifhorn, erstmal vom Papier. Spiel muss natürlich erstmal gespielt werden. Wie wir dann morgen auftreten, so viele Möglichkeiten haben wir ja nicht. Man kann in den Doppel noch mal gucken, ob man was verändert. Ja, wird sich dann morgen entscheiden. Heute sollte erstmal jeder drüber Kopf frei kriegen, die Nacht drüber schlafen, über das Unentschieden. Und ich denke, dass wir dann morgen gegen Bremen, dass es schon wieder anders aussehen wird. Weil eben auch nicht so stark wie Gifhorn. Ich sehe uns da klar als Favoriten. In unserer Aufstiegssaison vor 2 Jahren sind wir auch mit Unentschieden in die Saison gestartet, nach 3 oder 4 Spieltagen. Es war identisch. 1, 2 Worte vielleicht dazu, dass wir unseren Zuschauern vielleicht einen ganz kleinen Vorschau machen können, dass wir uns morgen natürlich um 10 Uhr hier in der Samariterstraße, genau. Also längere Fächelte, letztjährig knapp am Aufstieg gescheitert, haben sich nochmals ein Stück weit verbessert, beziehungsweise sind auf keinen Fall schlechter geworden. Sie haben die letzten beiden Spiele souverän gewonnen. Ich denke, sie werden auch heute gegen den Siemensstädter Verein gewonnen haben, sodass uns morgen quasi der aktuelle Tabellenführer besucht. Und mit dem Sieg heute gegen Gifhorn sind wir Tabellenzweiter. Also ein echtes Topspiel morgen um 10 hier in der Samariterstraße. Und ich freue mich drauf. Also morgen vorbeikommen, 10 Uhr. Wer das Internet noch sieht, es wird jetzt gleich in den Schnitt gehen und dann denke ich mal heute Nacht online sein. Ja. Wird noch ein langer Abend für uns, aber kein Problem, das ziehen wir durch. Na. Also sehen wir uns morgen kurz vor 10 hier in der Samariterstraße. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Schönen Abend noch. Macht's gut. Ciao.